verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty. Das bedeutet in deutscher Sprache unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Ist Andreas Klamm, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Willkommen zu einer glaubensbasierten Sonderausgabe. Zum Karfreitag, zu den Feiertagen, Gedenktagen und zu Ostern 2011. Heute ist Freitag, der 22. April 2011, ein Tag, der als Karfreitag begangen wird von vielen Millionen Menschen christlichen Glaubens in Deutschland und in der Welt. Karfreitag, das bedeutet so viel wie Klagefreitag. Kar für Klage. Kar kommt aus dem Lateinischen. Karfreitag oder Klagefreitag. Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert: Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, proklamiert im Jahr 1948 von den Vereinten Nationen, United Nations, New York City. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Darf ein Journalist glauben an einen Gott, den Herrn? Das ist eine Frage, die sicherlich sehr gut ist und sicherlich auch sehr schwer zu beantworten ist. Auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die natürlich auch für Journalisten gültig ist, darf auch ein Journalist, ein Rundfunkjournalist, Autor, Buchautor von 9 Büchern, die ich veröffentlicht habe und geschrieben habe, darf auch ein Radio- und Fernsehproduzent glauben. Und im Artikel 18, da können wir sogar schwarz auf weiß nachlesen, jeder hat das Recht auf Gedankenfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Auf dieser Grundlage, so glaube ich, dürfen auch Journalisten, Autoren, Rundfunkjournalisten, Schriftsteller, Fernseh- und Radioproduzenten sehr wohl glauben. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die aus ihrem Glauben kein Geheimnis machen. Etwa Buddhisten, Moslems, Menschen islamischen Glaubens, hinduistischen Glaubens, Atheisten. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, Atheisten, die glauben noch gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ja, und dennoch ist es ein Glaube, denn bisher gibt es ja keinen einzigen Atheisten in dieser Welt und auch nicht in Deutschland, der den Beweis erbringen konnte, dass es keinen Gott, den Herrn, gibt. Insofern betrachte ich auch als Glauben die Aussagen von Menschen, die selbst von sich sagen, sie sind Atheisten, weil einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es keinen Gott geben könnte, wurde von keinem Wissenschaftler in Deutschland und von keinem Wissenschaftler in dieser Welt bislang erbracht. Ich glaube, Wissenschaftler wissen sehr wohl die Bedingungen für einen wissenschaftlichen Versuch und wissenschaftlichen Beweis, wie ein wissenschaftlicher Beweis auch unter Laborbedingungen zu erbringen ist.
Und bisher gibt es eben diesen Wissenschaftler in Deutschland und in der Welt noch nicht, der wissenschaftlich beweisen kann, dass es keinen Gott in der Welt gibt. Und so mache ich von dem Recht der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit Gebrauch, sei es alleine oder manchmal auch in der Gemeinschaft mit weiteren gläubigen Menschen, seien es Menschen jüdischen Glaubens, christlichen Glaubens. Öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung entsprechenden Glauben, Religion oder Weltanschauung auch zu bekennen. Ich sehe keinen Grund dafür, ein Geheimnis daraus zu machen, dass ich daran glaube, dass es Gott, den Herrn, gibt. Und dass es auch diesen Herrn Jesus Christus gibt. Karfreitag, das bedeutet für mich persönlich weniger ein Tag im klassischen Sinne, beispielsweise eines nationalen Feiertages, ein Feiern. Karfreitag, der Klagefreitag, das bedeutet für mich persönlich vielmehr einer der höchsten Gedenktage, die es in Deutschland und in der Welt gibt. Gedenken an diese Ereignisse, die sich vor rund 1976 Jahren nach den Berichten, Evangelien und Überlieferungen zusammengefasst in der Bibel finden lassen. In der Bibel wird die Geschichte überliefert, dass es Jesus Christus gab als eingeborenen Sohn Gottes, als einzig eingeborenen Sohn Gottes, heißt es sogar in einem der Evangelien. Und dass dieser Jesus Christus Schuld und Sünde von mir und von allen Menschen, die wir in Schuld und Sünde gefangen sind, auf sich genommen hat, sich verspotten ließ, geschlagen wurde, angespuckt wurde von römischen Soldaten, physische und psychische Qualen erlitten hat und dass dieser Jesus Christus, der ohne Schuld und Sünde ist, aber natürlich die Schwachheiten von uns Menschen kennt und kannte, auf sich genommen hat, ans Kreuz genagelt wurde, über ihn die Inschrift angebracht wurde, dies ist der König der Juden, gelitten hat, am Kreuz geschwächt, nach Qualen, kaum vorstellbar für uns Menschen, noch fragte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Kreuz verschieden ist. In anderen Worten, am Kreuz gestorben ist. Für Schuld und Sünde aller Menschen. Das schließt mich ein, das schließt rund 7 Milliarden andere Menschen in aller Welt ein. Für Schuld, Sünde in dieser Welt hat sich dieser einzig eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, ans Kreuz nageln lassen und hat Schuld, Sünde und Tod besiegt. Zumindest auf der Grundlage der Überlieferung der Bibel, die ich mehrfach lesen durfte, Gott sei Dank. Es ist nicht immer einfach, die Bibel zu lesen und mir persönlich fällt es auch nicht immer einfach, alle Dinge zu verstehen. Es gibt Situationen, in denen ich dafür bete, dass Gott mir die Führung, die Weisheit und die Lenkung schenkt, die Überlieferungen in der Bibel gut und richtig zu verstehen. Und dennoch habe ich an diesen Worten, die in der Bibel niedergeschrieben stehen, in einigen Bereichen ganz sicher keinen Zweifel. So steht im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23,
denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Eine deutliche Aussage. Die wird weitergeführt in Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in Römer Brief Kapitel 5, Vers 8 können wir lesen, darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Christus für die Menschen in dieser Welt gestorben, den wir heute am Karfreitag, am Lagerfreitag begehen und bedenken und gedenken. Und für mich persönlich bedeutet das auch ein Grund zur Danksagung. Danke zu sagen für dieses Rettungs- und Erlösungswerk an meinen Herrn und Retter Jesus Christus und an Gott den Herrn für diese in Worte kaum zu beschreibende unendliche Liebe, die Gott der Herr, der Heilige uns entgegenbringt in unserer Schwachheit, in dem Filz, in dem Sumpf von Schuld und Sünde. Es gibt in der Bibel auch Hoffnungszusagen zu lesen, beispielsweise in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Dort steht geschrieben, sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Was für eine wunderbare Zusage. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und in Römerbrief Kapitel 10, Vers 13, da ist es möglich, die Verstärkung dieser Zusage zu lesen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Was für eine wunderbare Zusage Gottes an jeden Menschen, der dieses Geschenk des Glaubens annehmen will. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Und wir fragen oft nach dem Weg, ja, welcher Weg führt denn zu Gott, dem Herrn? Die Menschen, die offen sind für dieses Glaubensgeschenk, für dieses Rettungsgeschenk, das Gott, der Herr, nach biblischer Überlieferung allen Menschen frei bietet, ohne Zwang, sonst wäre es ja auch kein Glaube. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So steht es im Kapitel Johannes 14, Vers 6. Gibt es nicht etwa doch eine andere Möglichkeit, die Brücke zu Gott, dem Herrn, zu finden und einen Weg? Gibt es nicht irgendeinen anderen Menschen, der da ist, der retten kann? Diese Frage wird in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 beantwortet und ist in keinem anderen ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Lukas Evangelium Kapitel 13, Vers 3 warnt, ich sage, nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. Das ist eine ganz deutliche Warnung. Und im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 können wir lesen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Eine wunderbare Zusage. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. In der Bibel ist nicht die Sprache davon oder die Rede davon, dass es einen Zwang zum Glauben gibt.
Glaube ist, so glaube ich es, ein Geschenk, das Gott jedem Menschen schenken kann, in unterschiedlich großem Maße. Es gibt Menschen, die haben einen Glauben, der kleiner ist als ein Senfkorn, und dennoch glauben diese Menschen. Es gibt Menschen, die in Zeiten der Bedrängnis, der Anfechtung, der Betrübnis, in Zeiten der Not das Beispiel, das lebendige Beispiel geben für einen ganz großen Glauben. Vielleicht hat Gott dort diesen Menschen in diesen Situationen eine etwas größere Portion an Glauben geschenkt. Das Maß des Glaubens, das bestimmt ja nicht der Mensch selbst. Glaube ist ein freies Geschenk. Es wird niemand gezwungen, kein Mensch gezwungen dazu, es anzunehmen. Doch ich glaube, noch ist die Zeit. Wie lange diese Zeit andauern wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube es ja. Noch ist die Zeit, in der Gott, der Herr, an jeden Menschen, der es möchte, dieses freie Geschenk des Glaubens bietet und die Chance gibt für Rettung, für Errettung, für ein Angebot eben zum Herrn Jesus Christus als Herrn und Retter auch Ja sagen zu können. Es gibt für alle Dinge eine Zeit. Heute am Karfreitag, dem Klagefreitag, die Zeit zum Gedenken, besinnlich sein, vielleicht auch Stille inhalten und auch zur Danksagung für das, was Jesus Christus vor rund 1976 Jahren getan hat, damit es wieder eine Verbindung, einen Zugang, eine Brücke zu Gott, dem Herrn, geben wird. Dieser Zugang, diese Brücke wurde ja unterbrochen durch den Sündenfall von Adam und Eva, so steht es in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wie einige weitere gläubige Brüder und Schwestern, verbunden im Glauben an Gott, den Herrn und den Herrn Jesus Christus, die Bibel ja auch bezeichnen. Auch das ist eine Glaubensfrage. Es gibt Menschen, die sehen in der Bibel ein Buch. Und die Bibel ist ja auch ein Buch. Und es gibt wieder andere Menschen im Glauben an Gott, den Herrn und den Herrn Jesus Christus verbunden, die glauben, dass sie eben in dieser Bibel, sei es in der deutschen, französischen, englischen, spanischen, russischen Übersetzung, das von Gott inspirierte Wort Gottes lesen können. Und wer es nicht lesen kann, sei es in einer katholischen, evangelischen, methodistischen, mennonitischen, evangelisch-freikirchlichen oder welcher Art von Kirche auch immer, der kann es dann vielleicht auch über die Google-Suche lesen, wenn er bei Google das Stichwort, das Suchwort Bibel eingibt, dann kann jeder Mensch fündig werden in einer Vielzahl von Bibelveröffentlichungen, die heute rund 1976 Jahre nach den Ereignissen, die sich in Golgatha zugetragen haben, zu Deutsch Schädelstätte, dann kann ein Mensch auch die Bibel online im Internet finden. Und für Menschen, denen es schwerfällt zu lesen, gibt es auch christliche Radiosender wie ERF, Evangeliumsrundfunk, und weitere christliche Radiosender in Deutschland, CDs und Hörbibeln, die sogar den Zugang zur Bibel und den Überlieferungen auch für Menschen möglich machen, die weder lesen noch schreiben können oder denen es einfach nur mal schwerfällt zu lesen. Mit diesem besonderen Tag des Gedenkens ist nicht der Schlusspunkt gesetzt. Karfreitag, der Klagefreitag, ist nicht das Ende. Denn wie einige unserer Hörer von Radio TV IBS Liberty auch wissen, wird in 2 Tagen das Fest der Auferstehung gefeiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio TV IBS Liberty.
Ihr Andreas Tamsabaoth.